So Freunde, wir sind wieder zurück zu einem neuen Video hier in The Rare. Wir haben ein neues Wochenende hinter uns, wir haben also auch ein neues Recap hier. Und genau das werden wir heute machen. Wir haben wieder einiges zu berichten, wie eigentlich jede Woche. Und wie auch immer, haut eure Game Week gerne in die Kommentare. Lasst euren Recap da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt mal. Und wir sind auch direkt hier wieder in So Rare Data drin. Bevor wir anfangen, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da. Wenn ihr selber So Rare starten wollt, dann gerne über den Link in der Beschreibung anmelden. 5 Karten auf dem Markt erbieten, dann bekommt ihr noch eine oben drauf. Und support natürlich auch mich, was mich natürlich auch freut. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind jetzt in der neuen Game Week drin wieder. Letztes Wochenende, es lief bei mir durchwachsen. So kann man es vielleicht sagen. Wir haben trotzdem Rewards und sogar... ja, sehr solide, kann man sagen. Es hätte wieder besser laufen können, aber das kennt ihr ja von mir. Es könnte immer besser laufen. Ne? Wir haben ganz unten Cap 270 Rare und da kam jetzt eine sehr, sehr gute Frage auf. Und da muss ich sagen, geht auf meine Kappe eigentlich übel dämlich, weil es macht durchaus mehr Sinn. Zum Beispiel so eine Reste-Mannschaft, wo ja nie Punkte holt, also oder irgendein Reward holen könnte. Ich meine, mit No Game, der Mann wird eh nicht spielen, der hat auch nicht gekickt. Und das ist eigentlich schlauer, die nicht in Cap 270 reinzustellen, sondern lieber in Academy. Und dann kriegt man auch mehr XP und so, das macht durchaus Sinn. Das war von mir immer so ein bisschen ungut. Aber das so als Tipp auch an euch. In Academy, soweit ich es rausgefunden habe, bekommt man mehr XP. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber das müsste auf jeden Fall so sein. Und dann stelle ich ab sofort auch lieber solche Truppen dann mal in Academy auf. Weil die holen ja sowieso nichts. Also da müssen wir nicht drüber rumreden. Da geht nicht viel. Wir haben U23, das gleiche Thema, ohne Goalie. Also immer wenn ich keinen Goalie mehr habe, dann oder keine 5 Jungs, stelle ich die Academy auf. Man kann natürlich nur 3 aufstellen, aber besser als gar nichts. Und auch hier haben wir nichts holen können. Da dachte ich, komm, Schotterbeck, lass mal da direkt mal in diese U23-Mannschaft drin, weil ich denke nicht, dass er gegen Bayern gut punktet. Jerky habe ich gedacht, nur Bank, Suslov, Tuta. Also nicht der Rede wert. Dann haben wir ein Cap-220-Team und da muss ich sagen, da habe ich irgendwie schon was erhofft, also irgendwo zumindest. Ich hatte hier mit Fadinger und Nuhio die Alltag-Kombi, die ihr von mir kennt. By the way, Nuhio, da müssen wir noch einen Lobesgesang auf ihn abhalten, definitiv. Der Mann ist bei mir schon ewig in der Galerie und ich habe letztens mal geschaut, wer wie viele Rewards eingespielt hat. Und wenn ich jetzt rübergehe und es gibt hier bei The Red Data einen SO5 Stats Channel oder Tab und dann könnt ihr hier statt auf Rewards of SO5 Utility gehen. Wenn man dann hier das Ganze sortiert nach Total Gaming Yield, ist bei mir wirklich Ade Nuhio ganz, ganz oben. Also wir haben mit dem schon 3 Karten gewonnen. Wir haben schon 13 Mal die Gaming Earnings eingefahren, haben einen Total Gaming Yield von 560 Euro. Und der Mann kostet, boah, keine Ahnung, 3 Skalax, aber nicht mal mehr. 15 Euro, also das ist wirklich gar kein Sümmchen mehr für so einen, ja okay, guten Weltklasse-Stürmer kann man jetzt nicht sagen, aber dem Mann bin ich einiges schuldig und da kommt bald auch noch was anderes auf euch zu, was mit Nuhio zu tun hat. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich habe da zumindest mal eine Idee, die basiert auf einer anderen Serie. Aber ja, also das nur so mal am Rande. Der Mann ist eine Legende in meinem Verein, anders kann ich es nicht sagen. Also der hat uns auch schon teilweise boah, vielleicht einen Threshold gekostet, aber hat auch wohl einiges mitgenommen. Und er war jetzt halt hier in diesem Cap 220 Team drin mit Fadinger, aber Nuhio hat hier ein Own Goal gedroppt. Also ja, man kennt es, Fluch und Segen, der Mann kann alles, aber kann halt auch mal ganz krass nach hinten los. Gegen rote Karte ist er auch immer drin, Fouls kann er. Tom Kraus habe ich mir geholt, war nur Bank, Diogo Leitsch oder Leite, ich bin bis heute nicht sicher, wie ich ihn ausspreche, sei es drum. Also der Mann hat auch nicht performt und Matthew Ryan war der Einzige, der so halbwegs grün gepunktet hat. Dann haben wir Amateur-Squad, ist absolut Wayne. Jamie America, da haben wir unseren Seattle-Stack und die gehen jetzt ins dritte Spiel von Best of 3 Playoffs. Und da bin ich gespannt. Ich hoffe natürlich, die kommen weiter, spielen wieder daheim gegen Dallas. Da waren sie im ersten Spiel sehr, sehr gut. Jetzt auswärts in Dallas waren sie nicht gut. Jordan hat wieder getroffen, aber der Rest. Also ich glaube, Stefan Frey hat keine Parade. Ja, da sind wir richtig. Hat 3 kassiert, hat alle reingekommen. Also da war nicht viel zu holen. Da müssen wir hoffen, dass die weiterkommen, weil die sind an sich ganz solide. Die werde ich auch safe wieder aufstellen in Champ America. In dieser Kombination vielleicht hier noch mit Jaima statt Albert Rusnak. Dann haben wir noch Cap 220, wo ich Notodorovic hatte, der gut war. Und Daniel Mahlen, da bin ich mir fast sicher, dass der jetzt mal definitiv nicht mehr spielen wird, zumindest als Starter. Der hat, glaube ich, ach, lass es 13, 14 Spiele sein, wo er keinen Scorer als Offensivspieler gedroppt hat. Das ist wirklich nicht gut. Und ich habe ihn wahrscheinlich mal wieder am falschen Zeitpunkt gekauft. Ist, glaube ich, auch schon wieder halbiert vom Preis. Tut irgendwo weh, aber der kommt auch wieder. Der Mann hat Talent, der hat eine gewisse Qualität. Da bin ich mir eigentlich sicher. Aber hier war jetzt nicht viel zu holen. All-Star Rare,
Vasen, kleine Hoffnung drin. Wir sehen es hier, den Neuzugang, den Axel Zagadou, sehr, sehr gut gepunktet, hat aber leider den Clean Sheet verloren und auch ein Arrow Led to Shot noch reingedrückt bekommen. Ohne das hätte der wirklich noch viel krasser punkten können. Und das ist an sich auch schon sehr, sehr gut. Wir haben Phil Neumann, der stark war. Schaub hat einen Elfer rausgeholt. Steady, wo war's? Der war verletzt. Muskuläre Probleme, war draußen, bin ich hier überlegen, ob ich den hergebe. Nicht wegen dem muskulären Problem, aber allgemein so ein bisschen noch die Stürmervariation erweitern. Und ja, Helden, der war okay. Die haben gegen Beşiktaş gewonnen. Also Antalyaspor, not bad. Habe ich jetzt auch einen Neuzugang von den Jungs. Dann wieder Amateur, ist egal. Bundesliga Pro tut weh, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier mit Jamal King Omar ein absolut solides Fundament gehabt, obwohl Jamal jetzt kein Tor gemacht hatte. Aber Moritz Jens hat gar nicht gekickt, das tut dann schon weh, da habe ich ihm extra geholt. Der ist ein guter Spieler, der punkt auch echt gut. Nicht immer, also nicht Safe Call, aber schon oft. Ist aber ein absolut Glaskörper-Style, also der ist oft verletzt, sag mal so. Und das ist in dem Fall wieder eingetroffen, war gar nicht im Kader, hat nicht gezockt. Nübel hat zwei kassiert, einfach eine Mittellinie. Naja. Dann haben wir Academy tatsächlich aufgestellt. Wie gesagt, das ist deutlich schlauer, als die irgendwo noch in so einem Cap 270 reinzustellen, wo man eh nichts holen wird. Ich hatte hier Mazraoui drin und Odysseas. Das ist tatsächlich gut. Odysseas ist ein guter Punkt, den habe ich ja schon ewig bei Benfica Stack damals geholt. Der spielt bei Nottingham und, wie es aussieht, könnte jetzt auch Stammtorhüter sein. Also Matthew Turner oder Matt Turner abgelöst. Wäre cool. Hat direkt einen Clean Sheet gedroppt. Also der könnte tatsächlich jetzt Stammspieler sein, was mich wieder so ein bisschen einen weiteren Torhüter bringt. Ist nicht verkehrt. Dann haben wir Nusair Mazraoui, auch wieder sehr, sehr gut. Der wird jetzt auch Stammspieler, glaube ich, erstmal sein. Habe jetzt aufgestellt in der Champions League. Gucken, was darum kommt. Dann noch Gorre, Tommaso und Julian. War nicht viel zu holen. Charakter 70, Yamane, sehr, sehr gut. Florentino Luis ist eine absolute Maschine. Der hat AA-Scores, die sind überragend, aber das Problem ist, man weiß nicht, ob er spielt. Sörensen nur auf der Bank gewesen, Ferrei war nicht gut und glaube auch verletzt jetzt. Und Gregor hat halt 4 kassiert gegen den glorreichen FC Bayern. Cap 42 hat Gott sei Dank endlich mal wieder von den Threshold gereicht. Und es war lang nicht ganz klar. Ich habe Matenia, Bader, Ritsu gehabt und João Mario, der zum Glück ein Tor gemacht hatte. Ich glaube, um 11 Uhr war es. Und dann am Montag auf Dienstagnacht hat Daniel Schaloy noch gezockt gegen St. Louis. Und der hat auf jeden Fall scoren müssen, ist jetzt auf gar keinen Fall gereicht. Hat er dann gemacht. Und das ist nicht nur hier ein Threshold geworden, sondern wir sehen gleich auch woanders noch. Also in Rare, so viel kann man vorwegnehmen. Sehr, sehr, sehr gut. Und dann All-Star Limited war so eine Hamburger-Kombi plus Wind plus Rafa. Ich muss sowieso sagen, also mein Benfica-Fan-Boys, da, keine Ahnung, wie ich es ausdrücke. Also ich war ja deep in Benfica drin mit meinem Stack. Und mittlerweile hat er sich ja massiv aufgelöst. Die Mannschaft ist schon eine andere und die sind auch gerade nicht mehr so gut. Ich fühle immer noch Benfica enorm, aber die bringen mir gerade aktuell einfach nicht wirklich was rein an Rewards. Gerade Rafa, der choked jedes Mal. João Mario ist zwar gut, aber ich habe jetzt gerade keine schöne Truppe, wo ich da aufstellen kann. Und den Torwart fehlt mir eh. Wind habe ich als Europe bekommen, haben wir ja gesehen letzte Woche. Wird wahrscheinlich jetzt auch verkauft. Und Klatzel, Bobby waren nicht ganz so gut. Wer auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, Miro Muheim. Der Mann hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht. Das ist wirklich krass. Der war immer so okay gut, aber jetzt schaut sich an. Also 11,5, 76, brutal. Und allgemein, also der performt gerade sehr stark. Nicht nur, weil er die Sizes hat. Das hat er jetzt hier und hier gehabt. Aber sonst, wir sehen es zweimal. Klar zu null. Aber auch 75, 76 ist schon sehr, sehr stabil hier auch. Also der ist nicht verkehrt, für 7 Euro kann man sich jetzt auch nicht beschweren und es wirkt so, als ob der gerade in so ein Next Level reingekommen ist, so Experience Level Up. Mückmer, der ist auch, glaube ich, Kapitän gewesen, Pokal, als der eigentliche Kapitän oder der zweite Kapitän rausging, so habe ich es im Kopf. Also der ist auch in der Rangordnung beim HSV deutlich höher, nimmt Verantwortung. Das ist einer, den könnte man sich mal überlegen, ist bei mir auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe den verkauft gehabt, der hat mir sie geholt, ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Und dann, wie gesagt, wir haben noch wahrscheinlich das wichtigste Line-Up wie jedes Mal, Cap 240 Rare. Das war eine wilde Truppe. Ich hatte Matze Ginter, ich dachte gegen Gladbach muss was gehen, der Ex-Verein, wir sehen es hier noch im Gladbach-Trikot, war dann okay bei 3 Gegentore, also ja, passt. Ich habe Karim Bessie geholt. Der Mann war relativ günstig und hat dann beim 0-1 gegen Man U, ich glaube, das war in der 92. noch das 0-1 kassiert, sonst wäre er auch deutlich besser gewesen noch. Aber spielt okay. Der Mann ist echt solide. Der ist auch einer, der ist noch jung. Den behalten wir erstmal. Chris Führig, unser Neuzugang, den ich statt Aller habe, hat uns so ein bisschen hängen lassen. Da war der VfB auch echt nicht gut, muss man sagen. Hat nicht wirklich was hinbekommen. Allgemein Offensivspiel war so ein bisschen, Elfmeter gab es vom VfB, hat dann Silas vorbeigeschossen oder drüber. Hätte auch Führig schießen können, in meinen Augen. Hat er nicht getan.
Sonst haben wir halt noch, Gott sei Dank, ich glaube, das war der erste Clean Sheet von Yannick Huth. Dafür, da muss ich einfach auch mal applaudieren. Der Mann hat uns lange, lange hängen lassen mit guten Punkten. Das ist wirklich enorm gewesen. Der war im Pokal auch draußen. Also da hat der zweite Goalie gezockt von Paderborn. Schaut euch das an. Also, boah, ist schon krass. Der hatte keinen Clean Sheet mehr drin. Es war, also diese Saison war nicht viel zu holen. Jetzt hat er Gott sei Dank einen geholt gegen KSC. Davor noch einen Fehler gemacht für Gegentor. Deswegen vielleicht im Pokal nur auf der Bank gesessen. Hat er so ein bisschen Schiss, dass er nicht zockt wieder. Aber ist Kapitän. Ist ein guter Torwart. Vielleicht fängt jetzt eine kleine Streak an. Gegen Nürnberg könnte was gehen. Wer weiß, Elversberg. Es sind nicht schlechte Matchups. Können wir mal gucken. Und dann, Gott sei Dank, hatte ich Daniel Schalloy. Der Mann ist einfach eine Wucht. Das Tor war echt fast schon mies, es war eigentlich kein gutes Tor. Der hat Glück gehabt, dass er noch irgendwie reingetrudelt ist, aber hat's gemacht. Und summa summarum, sind wir beim Threshold, kann man sich nicht beschweren. Und dann haben wir noch ein Champion Europe Team gehabt, das auf dem Papier echt gut war. Hat Fonsi letztens immer wieder mal hängen. Szoboszlai überraschend schlecht gegen Luton Town, keine Ahnung. Flo, sowieso ein Magier. Leroy, müssen wir nicht drüber reden. Für mich aktuell Ballon d'Or-Anwärter, wenn es so weitergeht. Natürlich, also, ist noch ein langer Weg, aber der ist brutal. Neuer wieder zu Null, zweimal Clean Sheet schon geholt. Die zwei waren, am Ende sind es 18 Punkte, die fehlen, reicht halt nicht. Und Amateur haben wir auch nicht was zu lachen gehabt, weil wir Matze Bade drin hatten. Frag mich nicht, warum ich den aufgestellt habe, den hatte ich irgendwie noch rumfahren. Und sonst hätte es wahrscheinlich auch nirgends hingereicht. Das war meine Game Week. Das war jetzt nicht ultra krass. Also Reaver-technisch, es kamen keine Karten rum. Wir haben aber Thresholds geholt und das ist nach wie vor halt einfach das, ich würde es nicht mal Minimum nennen, das möchte ich einfach erreichen. Das ist mein Ziel. Und ich habe auch den Threshold oder die beiden Thresholds schon wieder reinvestiert. Ich habe mir Adam Buxa geholt und da habe ich richtig ins Mikrofon reingespuckt bei diesem schönen klangvollen Namen. Adam Buxa ist einer, den kennen vielleicht der eine oder andere von euch, der MLS noch vor ein paar Jahren verfolgt hat. Der ist nämlich, wir sehen es hier, lange nicht irgendwie unterwegs gewesen. Er war mal ziemlich heftig in der MLS unterwegs bei New England. Dann ist er zum Arizona Laws, was eher so ein Schuss nach hinten los war. Das war jetzt nicht ganz so überragend, hat eigentlich nie gezockt, hier mal eine Einwechslung drin gehabt, das war nicht was zu holen. Und dann ist er zu Antalyaspor jetzt und hat da recht solide bis sehr gut angefangen, hat dann aber dementsprechend auch wieder nachgelassen. Die letzten Spiele waren nicht so gut, der Mann hat aber Qualität in meinen Augen. Ich habe den mir mehr oder minder traded, das können wir uns mal anschauen, das müsste ja hier nochmal aufgelistet sein. Ich finde den spannend, die türkische Liga ist relativ lang am Zocken, das sind relativ viele Mannschaften, wir sehen es, jetzt ist hier auch nochmal ein neuer Adam Buxa drin, da hätte ich vielleicht auch drauf warten können, aber also ich habe getradet, ich habe hier die Details für euch, ist für mich ein ganz okayer Trade gewesen, ich habe 50 Euro gesendet, also den Threshold wieder rausgelassen, wir haben Jordan Torunariga eingelöst, ich habe Tom Kraus wieder hergegeben. Ich habe also den mit einem 5er gewertet, den mit 15 und Sebastian Keck auch mit einem 5er, der spielt über den Polen, also nicht gecovert. Sind wir bei 10, 25, 75, ja, beim Trade verliert man halt immer, ist logisch. Haben so 10 Euro mehr an Wert drauf, also 10 Euro mehr gezahlt, als er eigentlich wert ist, wenn man einfach kaufen. Ich wollte aber noch ein bisschen Restbudget offen lassen in Euro, dass ich mir auch für die neue Gameweek noch ein bisschen was kaufen kann. War okay in meinen Augen, natürlich auch da gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt, wo es hinführt mit Antalyaspor. Ich habe jetzt mit Helden und mit Adam Buxa schon zwei. Ich will noch einen dritten holen und gerade für die Winterpause, weil die da echt kurz ist, noch mir einen kleinen Squad zusammenbasteln mit echt cheapen Karten. Da müssen wir gucken, wo es hinführt. Das war meine Game Week, meine Transaktion. Ich glaube, sonst hatten wir nichts. Weil da möchte ich jetzt in Zukunft auch so ein bisschen mehr drauf eingehen, dass ihr seht, was mache ich, was passiert und was ist so der Hintergedanke. Ja, wir sehen es. Davor habe ich erst Tom Kraus geholt gegen Rune irgendwas. Den kanntet ihr auch. Und Moritz Jens habe ich mir auch extra gekauft. Und Martina getauscht gegen Perwan plus noch, glaube ein bisschen Cash. Also, dass ihr seht, was bei mir passiert, werde ich so auf die Transaktion auch ab und zu mal eingehen, wenn sich da was ergibt. Weil, ja, ihr kennt selber, man tradet dann doch mehr, als man denkt. Das war's für dieses Video. Mal zum nächsten Mal und